Ja, und damit haben wir die dritte Fraktion auf unsere Seite gebracht. 100% synchronisiert. Doppelagent. Ja, ist jetzt die Frage, Doppelagent oder nicht? Ah, und hier können wir dieses Glücksspiel spielen, ja? Ist das Glück euch hold, hä? Ich bin ja gar kein Freund von Glücksspiel. Ezio, ist dir sicher? Hazard-Spielregeln. Erster Wurf. Werfen Sie ein Through-In. Haben Sie das Spiel gewonnen? Der Gewinn beträgt 1 zu 2,2. Bei einem Through-Out 2, 3 oder 12 sind das Spiel und der Einsatz verloren. Bei allen anderen Würfeln wird die geworfene Zahl zur Chance. Sie dürfen dann den sogenannten Chance-Würfel würfeln. Wenn Sie die Chance würfeln, gewinnen Sie das Spiel mit unterschiedlichen Quoten, die von der geworfenen Zahl abhängen. Würfen Sie die Main 7, sind Spiel und Einsatz verloren. Würfeln Sie so lange, bis Sie die Chance oder die Main würfeln. Gewinnquoten für den Chancewurf. 4 oder 10, 3,5. 5 oder 9, 3. 6 oder 8, 2,5. Was? Na komm, einmal. Einmal, komm. Glück oder nicht, wir versuchen es mal. Mögt ihr das Spiel versüßen, Amigo? Merda. Nein! Lass doch nicht wahr sein. Okay, nochmal. Ich verstehe die Spielregel nicht, aber... Si, va bene. Ja! Way! Glücksspieler! 22.000 gewonnen! Was? Okay. Damit ist meine Glücksspielkarriere beendet. Wir haben mehr eingenommen, als wir verloren haben, oder? 7.000 verloren? Ja, auf jeden Fall. Super. Mit La Volpe reden, um Aufträge der Diebe zu erhalten. Ja, ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Aufträge in Assassin's Creed. Diese Anzeigen zeigen die Standpunkte von Erinnerungen aus der wiederhergestellten Sequenz. Was? Es gibt noch mehr als die Christina-Mission? Moment. Hier, was ist das denn? Wiederhergestellte Erinnerung. Also die Christina-Mission kenne ich, die aber nicht. Scheint dann auch neu zu sein. Oh wei, oh wei. Okay. La Volpe. Ezio. Braucht ihr meine Hilfe? Die Diebe in Roma sind jung. Geschickt, aber jung. Leicht zu provozieren. Ein Bandenkrieg? Die Cento Occhi. Cesare Borgias Stiefellecker. Sie bereiten uns große Probleme. Wo finde ich sie? Meine Diebe zeigen es euch. Okay. Neben Kurtisanenaufträgen und den normalen Assassinenaufträgen gibt es also jetzt auch noch Diebesaufträge. Machen wir. Und hier wieder Herausforderung, oder? Aha. 300 Meter ununterbrochen gesprintet. Vom Pferd auf einen Balken gesprungen. Todessprünge. 500 Meter mit Fallschirm geflogen. Okay. Wird lustig. Das wird lustig. Okay. Dann einmal raus hier. Wiederhergestellte Erinnerungen. Liebesaufträge. Die Christina-Mission. Die Haupterinnerungen. Es wartet noch viel auf uns. So. Und vor allen Dingen hier noch der Aussichtspunkt. Das sieht aber echt schicker aus. Ist immer noch nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht immer noch total runtergekommen aus. Über die kaputten Fenster. Und so weiter und so fort, aber auf jeden Fall besser als vorher. So. Ach, Assassin's Creed Brotherhood. Ach, Mensch.
und wir synchronisieren. Aber auf Da Vincis Verschwinden freue ich mich riesig. Apropos Da Vincis Verschwinden, stimmt ja. Es kommt noch eine ganz neue Aufgabengruppe hinzu. Fällt mir gerade ein. Oh wei, oh wei. Na, seht mal hier. Schmied, renovieren. La Volpe braucht natürlich auch einen hauseigenen Schmied, anders geht's ja gar nicht. Oh, wir können einmal alles reparieren. Waffen, Offiziersschwert, Geschäftsauftrag geht ja nur hinten. Bei der Tiberinsel. Hier bräuchten wir eine schwere Schwertscheide für, schade. Fleischermesser muss ich nicht haben. Munition können wir andersweitig auffüllen. Hier verkaufen. Können wir auf jeden Fall mal, Muskat. Und die Tomaten. Wo sind denn die hier? Tomaten. Wäre schön, ne? 300 Florin für zwei Tomaten. Da würde ich aber Tomaten anbauen. Was glaubt ihr wohl? Dankeschön. Wieder so freundlich hier, ja? Wäre hier nicht eine Kiste? Genau. Schön versteckt im Kellergang. So. Und einmal renovieren, einen Kunsthändler. Juppi, juppi, juppi. Es macht halt wirklich unglaublich viel Spaß. Vor allem, wir kommen momentan wirklich super gut voran. Wir haben viel Geld, das mit dem Renovieren klappt super. Und mit den Fraktionen ebenfalls. Keine Schatzkarten. Ah, die Gemälde sind immer noch zu teuer momentan. Die holen wir uns später. Dottore. Medizinische Hilfe. 12 von 15. Okidoki, jetzt könnten wir uns natürlich mal ein paar Beutelerweiterungen beim Schneider leisten, oder? Wir müssen jetzt nicht das ganze Geld dafür auslegen, aber es soll nur mal drüber fliegen. Beutel. Großer Medizinbeutel. Das machen wir mal. Und Messergürtelerweiterung machen wir auch mal. Und den mittleren Köcher. Ah, wobei Rauchbombenbeute. Da haben wir wenigstens mal Rauchbomben. So. Genießt euren Einkauf und kommt wieder. Natürlich, Rauchbomben kennen wir ja aus Assassin's Creed 2. Und ihr seht, wie unglaublich viel es hier gibt, oder? Ist echt der Wahnsinn. So, einmal kurz zur Bank. Bitte einmal das Geld her. Dankeschön. Ja, wir haben schon viel Kapital zur Verfügung. Kann man nicht abstreiten. So, ein Diebesauftrag, sagen wir mal. Ja, oder? Warum nicht? Darf ich mal bitte? Wie unsanft, ne? Dann können sie ja wenigstens vorsichtig vom Pferd reißen, aber Ezio, runter mit der. Eiskalt. So. Die Diebesgildenaufträge waren, soweit ich mich erinnere, auch verhältnismäßig einfach in Anführungszeichen orientiert. Eben ähnlich wie die Kurtisanenaufträge. Es geht meistens darum, dass irgendwo eine Wache oder eine Gruppierung von Wachen die Diebe bedroht und wir dadurch die Diebe sichern können. Wobei ich glaube, bei den Dieben ging es sogar um eine Art konkurrierende Gilde. Hat ja vorhin gesagt, diese Familie, diese konkurrierende Familie. Und ich meine, die können wir mit Hilfe der Diebesaufträge Stück für Stück auseinandernehmen. Wodurch die Diebe eben in ihrer Stellung gesichert werden und wir dadurch auch einen Verbündeten der Borgias beseitigen. Zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen. So. Ich bin gespannt. Und vor allen Dingen, was ist das da unten für eine Erinnerung? Da bin ich gespannt drauf. Hallöchen. Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit.
Natürlich. Gleich beginnt ein Handgemenge. Den Shento Onchi muss eine Lektion erteilt werden. Den Kampf überleben, ohne dass Diebe K.O. geschlagen werden. Oh nee, das mag ich ja gar nicht. Verprügelt, okay. Nicht den Dieb, nicht unseren eigenen Dieb verprügeln, Ezio. So. Perfekt. 100%. Oh Mann. Also diese maskierten Diebe sind die. Perfekt. Und ihr seht, das sind auch die, die immer diese guten Waren dabei haben. Elfenbein. Was haben wir hier? Wolle, Rauchbomben, Gift, naja. Wolle ist auch ganz nett. Amber. Kardinalspurpur. Saphir. Übertreib mal nicht. Richtige Edelsteinkenner hier. Okay, sehr schön. Kardinalspurpur. Okidoki. So, hier ist noch ein Diebesgildenauftrag. Nehmen wir auch noch mit. Kardinalspurpur. Okay. Perfekt. Und das ist ganz schön tief. Ah, das schafft Ezio, oder? Perfekt. Bärtchen! Entschuldigung! 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 Ach Mensch, dieses Spiel, Leute. Es ist einfach... auch total entspannend irgendwie. Außer wenn sowas passiert wie mit der Steuerung beim letzten Mal. Aber nochmal. Das war das einzige Mal im ganzen Spiel, dass es eine... Ich verstehe halt nicht, warum... dass es da diese festgestellte Kamera gab in dem Romulus-Grab. Das ist mir ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die sich dafür entschieden haben, an dieser Stelle zu sagen, ja, machen wir mal. Ist einfach so doof. Okay, hier nach oben. Träum ich das alles nur? Natürlich, alles nur ein Traum. Perfekt. La 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 la. La la. Okay, das soll ich lassen. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Okay, nächster Dieb, nächste Diebesmission. Hallöchen. Et auditore, Perdiana. Alle sprechen von eurer Flinkheit.
Doch könnt ihr euch mit mir messen? Wettrennen oder was? Auf dem Laufenden. Den Empörkömmling in seinem eigenen Rennen besiegen. In weniger als 60 Sekunden beenden. Pferd oder sprinten? Okay, das wird nichts mehr. Da hätte ich oben bleiben müssen. Ja, 60 Sekunden ist schon ganz schön geizig. Also, wir haben 1 Minute 20 Zeit, also dürfen wir nur 50% der Zeit brauchen. Ist schon happig, aber schaffen wir. Ich bin optimistisch. Nein! Oh. Okay, da muss ich weiter geradeaus laufen. Also, man muss einfach nur wissen, wo es lang geht. Dann geht das, denke ich, mit den 60 Sekunden ganz gut. Ging ja jetzt auch schon besser als vorher. Ach Mensch. Da wollte ich schon abkürzen nach links, aber das ging nicht. Schade. Nein, Ezio. Wie auch immer. Wir haben es geschafft. In 60 Sekunden. Super. Okidoki, haben wir es auch geschafft. Da oben ist noch ein Diebesauftrag, den machen wir aber dann später. Boah. Dann würde ich ganz gerne noch zurück zur Tiberinsel gehen. Die Aquädukte? Oh Gott, das überleben wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir das hier überleben. Uah. Oh. Ich meine, natürlich überleben wir das. Ist ja logisch, dass man so einen Sprung überlebt. Da bekommen wir Fallschaden. Alles klar. Hallöchen, darf ich einmal bitte... 3500? Repariert Aquädukte, versorgen die Bürger Roms mit Trinkwasser und steigern die Produktivität, wodurch das Einkommen der Stadt steigt. Na gut. 3500 ist ja gut machbar. Schön. Denn das wird wohl genügen, nicht? Adio. Adio. Ja, wir können nämlich tatsächlich in ganz Rom sämtliche Aquädukte renovieren. Und das Arco di Constantino können wir uns sogar kaufen. Seht mal die Schriften da oben. Wie gut die Texturen sind, das ist echt der Wahnsinn. Jo, kaufen wir mal. Wir sind zwar arm dadurch, aber boah, ein Florin über, wisst ihr.
Wir wollen im Nachhinein nämlich auch alle Wahrzeichen besitzen. Das ist ein sehr, sehr waghalsiges Ziel, ich weiß, aber... Na, man setzt ja Ziele dafür, um sie mit viel Mühe zu erreichen. Das hier könnten wir auch kaufen. Was ist denn das? 27.000. Oh, wei, oh, wei. Ja, ganz schön happig mal wieder. Na gut, wir gehen zur Tiberinsel. Bin gespannt. So. Ich weiß, wir haben jetzt noch ein paar offene Diebesgilden und, ja, Söldnergildenaufträge, die machen wir dann später. Also ich will jetzt noch nicht alle Aufträge auf einmal abarbeiten, das können wir Stück für Stück machen. Zumal ich auch gerne bald mal die Doppelklinge hätte. Zwinker, zwinker. Macht alles ein bisschen einfacher. Und ab ins Wasser. Hey. Was mich jetzt an der Stelle auch mal interessieren würde, haben wir die Sachen für die... Haben wir die Sachen für die Geschäftsaufträge beisammen? So. Probieren wir es mal. Nee, uns fehlt ein Totem. Darf nicht wahr sein. Ja, ja. Hallo, liebe Bank. Ich möchte gerne mein Geld abheben. Dankeschön. So. Okidoki. Da würde ich sagen, wir betreten unser Versteck hier auf der Tiberinsel und erfahren hoffentlich, wo sich unser gutes Forza und vor allen Dingen auch, wo sich der Apfel und damit gleichzeitig Cesare aufhalten. Ich bin gespannt. Rein da. Machiavelli, wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Tugend? Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Ja, damit scheint es entschieden zu sein. Ja, also, alles nur halb so schlimm. In Wirklichkeit hat unser guter Machiavelli bloß eine Wache gesteckt, damit sie ihm die Namenliste gibt. Ser Ezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Jo, also eine kleine Architektenübersicht, oder?
Kollektive Intelligenz 100% synchronisiert. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 3 beendet. Wir haben unsere Bruderschaft um 3 Fraktionen erweitert, die uns sicherlich noch gut helfen werden. La Volpe und so weiter und so fort. Trophäe erhalten, Renovierungsarbeiten, ganz genau. Die Präsenz der Kurtisanen, Diebe und Söldner in Rom ist deutlich gestiegen. Sequenz 4. Höhle der Diebe. Aber auch sehr interessant, dass sich der Edensplitter, der Apfel, nicht mehr im Besitz von Cesare befindet. Ich mag zerstreut sein. So. Neue Auftragsattentate freigeschaltet. Okay. Ganz kurz, Rüstung. Römischer Armschützer. Erfordert die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Na super. Sizilianischer Degen. Ja, da warte ich lieber wirklich hier auf das Offiziersschwert. Noch ein Dolch von Romulus. Nee, danke. Reparieren können wir mal machen. Na gut. Können wir jetzt nicht wirklich so viel Neues erwerben, aber immerhin. Wir können aber auf jeden Fall mal kurz hier rumlaufen, denn wir müssten hier irgendwo noch den Schneider haben, oder? Und wer gut zugehört habt, hat die Engelsburg. Ihr habt es genau gehört, die Engelsburg wartet auf uns. Naja, das wird ein Spaß. Da wird aber die optionale Aufgabe sehr, sehr schwer, glaube ich. Die volle Synchronität, die wird richtig schwierig. War es unentdeckt bleiben oder Zeitdruck? Eins von beidem. Und beides ist nicht gerade angenehm. So, der Schneider. Wir werden aber auf jeden Fall da beim nächsten Mal nochmal einige Nebenaufgaben erledigen, vor allen Dingen die ganzen Auftragsattentate, dass wir die jetzt doch Stück für Stück abarbeiten. Wenn neue verfügbar sind, wollen wir zumindest die alten komplett abarbeiten. Geschäftsaufträge. Fäden ziehen. Seide 0 von 8, Kardinalspurpur 3 von 5. Oh wei, oh wei. Römisch Stein, das kennen wir alles. Okay. Ja, ein andermal, genau. Und der Künstler. Auch einmal renovieren. Beziehungsweise ist kein Künstler, sondern ein Kunsthändler. So, neue Schatzkarten. Vatikano-Schätze, okay. Zentro-Schätze 3. Amber 2 von 3. Was? Papaver Silvaticum? Was ist das denn? Okay. Klingt nach einem ganz, ganz seltenen, legendären Gegenstand, den wir irgendwo finden müssen. So, haben wir noch was in der Nähe, was wir schnell machen können? Die neue Kisten. Christina-Mission. Auftragsattentat. Ganz schön weit weg. Na, holen wir doch die eine Kiste und beim nächsten Mal starten wir dann durch mit den Auftragsattentaten. Beziehungsweise den Liebesgildenaufträgen, beziehungsweise den Kurtisanen oder den Söldneraufträgen. Oder wir machen mal die Kopernikus-Mission. Es ist halt wirklich, es gibt sehr viel zu tun. Oder wir brechen die Engelsburg ein. Aber Cesare hat selbst den Apfel nicht mehr, was sehr merkwürdig ist. Also ich würde den Apfel nicht hergeben, wenn ich Cesare wäre. Wobei er weiß ja selber vielleicht gar nicht genau, was für eine Macht in ihm steckt. Wobei, er ist, nein, ich meine, er ist der Sohn vom Papst, von Rodrigo. Und Rodrigo ist der Großmeister der Templer und Rodrigo weiß ja wohl mal sowas von Bescheid. Also müsste Cesare auch Bescheid wissen. Na gut, aber wenn der Forscher vielleicht permanent nur bei Cesare bleiben darf und Cesare daher jeden Handgriff miterlebt und sehen kann, dann... Naja, vielleicht haben die auch vor, irgendwie die Edensplitter zu kopieren und zu vervielfältigen. Oder sie hoffen das zumindest. Wer weiß das schon. Irgendwas hacken die Templer eh immer aus. So. Boah, spontan würde ich noch das Fraktionsgebäude hier renovieren und dann wirklich aufhören für dieses Mal. La, 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 la. So. Ach ja, stimmt, was ich noch anmerken wollte. Sehr auffällig, dass es diese Sprungbretter, die es in Assassin's Creed 2 Fegefeuer der Eitelkeit gab.
Weiß Fegefeuer der Eitelkeit? Ja. Im Zusammenspiel mit Savonarola. Da gab es ja im neuen Stadtviertel von Florenz diese Sprungbretter. Dass die diese hier komplett rausgenommen haben, zeigt ja eigentlich, dass die Mechanik nicht so gefallen hat, oder? Da muss ich letztens drüber nachdenken. So, einmal renovieren, machen wir hier mal ein Fraktionsgebäude der Diebe draus. Sehr schön. Neues Fraktionsgebäude. Da würde ich sagen, Leute, beim nächsten Mal machen wir hier weiter und werden dann, wie bereits sehr oft gesagt, einige Nebensequenzen beenden. 96%, was fehlt hier denn noch? Keine Ahnung. Na gut, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Assassin's Creed Brotherhood. Ja, und dann mit den ganzen Nebensequenzen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Und treffe ich doch jemals einen solchen Mann? Betrete dieser Mann jemals meine Stadt?